Und da sind wir auch schon. Hat sich hier irgendwas geändert? Oder sehe ich es nur nicht? Ich weiß gar nicht mehr, was wir alles geändert haben. Monster sind dein Steckenpferd. Na klar. Das ist wohl richtig. So, mein Guter. Haushofmeister, hi. Na? Was geht denn ab? Mal gucken, was er zu berichten hat. Gehen die Renovierungsarbeiten gut voran? Das musst letztendlich du beurteilen, Herr. Meiner bescheidenen Meinung nach kommen sie gut voran. Gut. Die Arbeiter haben die allgemeinen Renovierungen abgeschlossen. Und die Möbel, die ich bestellt habe, sind auch angekommen. Wunderschön. Denkst du, wir sollten Renovierungsarbeiten durchführen? Langsam gefällt es mir hier. Vielleicht sollten wir einfach noch mehr renovieren und umgestalten. Was denkst du, Barnabas Basilius? Wie du wünschst, Herr. Wollen wir uns diesmal um das Haus oder das Gelände kümmern? Wie wär's denn mit dem Haus? Wenn ich etwas Geld investiere. Ich guck mir das mal an, mal gucken. Mit allergrößtem Respekt, Herr. Das Weingut ist so perfekt wie nie zuvor. Oh. Weitere Änderungen wären nur ein Schritt in die falsche Richtung. Ach so. Daher rate ich dir dringend davon ab. Na dann. Dann wäre da vielleicht das Gelände? Wenn wir schon beim Renovieren sind, es muss doch noch andere Dinge geben, die wir verbessern können. Aber natürlich. Hast du an etwas Bestimmtes gedacht, Herr? Kräuter im Garten, das wünsche ich mir. Manchmal muss ich einen Trank brauen, finde aber die Kräuter, die... Ja, ja, das hatten wir schon mal, ne? Herr. Der Blumengarten, den Madame Nina, die Gemahlin von Monsieur Bourdieus, einst angelegt hat, ist der ideale Ort für Kräuter. Dort ist sogar genug Platz für Sträucher. Das gefällt mir. 2000! Keine gute Idee. Weißt du was? Nehmen okay, so viel. Wir brauchen 2000. Bis dann. Kommen wir später. Kein Problem, Herr. Ich bin hier. Okay. Wie viel Geld haben wir denn? 1700. So viel ist das ja gar nicht. Ein Rüstungsständer. Oh, da würde ich gerne. Also hier, an dem Rüstungsständer würde ich gerne. Das. Alter. Ja, geil. Waffenständer. Wie wäre es denn mal mit dem Techamutner Stahlschwert? Da ist noch ein Waffenständer. Wir haben das Silberschwert nicht gefunden, oder? Kann das sein? Scheiße. Scheißegal. Aber die Rüstung sieht mega krass aus. Sie sieht richtig, richtig gut aus, muss ich sagen. Haben wir denn irgendein Bild, was wir aufhängen können? Bild aufhängen. Du hast keine Rüstung? Nee, eine Rüstung will ich auch nicht. Bild. Ein alter Elfenschild. Ach so. Oh. Da können wir hier vielleicht das Elfenschwert draufknallen. Was haben wir noch? Was haben wir denn noch Neues eigentlich? Hier hätten wir noch für die Rüstung etwas, aber... Trophäe. Haben wir denn Trophäen? Nein, Trophäen aufstellen. Ich habe keine Trophäen. Schade. Bringt das nicht was, wenn wir jetzt im Bett schlafen? Ist das nicht so? Irgendwas war doch da. Ah, guck mal. Maximal ruh dich hier aus, um Boni zu erhalten. 120 Minuten, maximale Vitalität um 1000 Punkte erhöht. Wir chillen mal bis 18 Uhr. Geil, wir haben richtig coole Boni jetzt bekommen. Mega, guck mal. Oben links wird alles aktiviert. Gefällt mir sehr gut. Wir sollten öfter hier hinkommen zum Schlafen. Wir brauchen allerdings auch Geld. Wir brauchen 2000. Das Buch der Liebe ist lang und öde. Natürlich. Den fetten Wälzer kriegt ja keiner hoch. Im neuen Glanz erstrahlen. Wir brauchen 2000 und dann kommen wir wieder. Das ist überhaupt kein Problem. Da in der Zeit machen wir Wein ist heilig. Und reiten in Richtung.
Herzogin. Und? So, das Wort hat mir gefehlt. Zur Herzogin müssen wir. So, hier lang. Ja, Entschuldigung, aber ich bin hier der Hausherr. Ich kann machen, was ich will. So, darf ich hier mal durch? Mann, ja so. Hallo. Okay. Plötzlich hat wieder keinen Bock, dahin zu reiten, wo ich hin möchte. Das ist ja nichts Neues. Okay. Dann gehen wir mal zur Herzogin, gucken. Wir haben eh keine anderen Nebenquests. Dann können wir auch hier uns an die Hauptquest orientieren. Sollten wir auf dem Weg irgendwas finden, werden wir das natürlich machen. Ausrufezeichen sind immer sehr gern gesehen bei mir. Ich weiß gar nicht, ob wir alles gefunden haben. Höchstwahrscheinlich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen, dass wir alles gefunden haben hier an Nebenquests, aber ja. Wir haben unser Bestes gegeben. Ich habe alle Anschlagbretter habe ich gesucht. Habe ich aufgesucht, gelesen. Wir haben die Ausrufezeichen, die wir gefunden haben, die haben wir natürlich aktiviert. Die Fragezeichen sind wir alle abgelaufen. Alle. Es ging gar nicht anders. Wir mussten einfach den Fragezeichen hinterher. Der Ritter der Perak Perra? Tot. Einer der Mächtigen ist gefallen. Und, ja, wie gesagt, was jetzt noch kommt, kommt. Ansonsten machen wir die Hauptquest. Und unsere Hütte können wir ein bisschen verbessern noch. Mit dem Kräutergarten. Das sind noch 2000, die wir ansparen müssen. Ich denke, das kriegen wir hin. Da bin ich sehr guter Dinge. Aber jetzt erst einmal zu der guten Herzogin. Hü hot. So, warum können wir eigentlich hier nicht rennen? Das ist... so. Mach Treppen langsam. Kommt. Nein, nicht langsam. Du sollst rennen. Mann. Ja, da flötet jemand vor sich hin. Wunderschöne Melodien, die da in meinem Ohr ankommen. Und meine Nase juckt ohne Ende. Oh mein Gott. So, wir sind auf dem richtigen Weg. 80 Meter noch. Hier da den Sonnenaufgang, Sonnenuntergang an. 18 Uhr haben wir. So, wir hätten auch die Schnellreise nehmen können, aber ich hatte jetzt Bock zu reiten. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. So, ich will hier niemanden umlaufen. Solange wir noch mit Plötze hier rumreiten können, machen wir das. Ich glaube, das war's. Du wartest jetzt erstmal hier und wir gehen hoch mit unserer Corona-Maske. So, Frau Herzogin. Wie von der edlen Herrin. Da wartet sie schon sehnsüchtig auf uns. Geralt von Riva, Meister Hexer. Danke. Das meiste gefällt mir vor allem. Ich hatte recht. Kaum bist du da, gibt es Ärger. Och, Schneuzer. Geh beiseite. Ich habe etwas mit der Herzogin zu besprechen. Endlich, Hexer. Wir saßen auf glühenden Kohlen. Hast du Miltons Mörder gefunden? Ja, der Fall hat sich gerade etwas verkompliziert. Der Fall ist ernster als gedacht. Das Biest. Ich konnte es nicht töten. Es ging nicht. Wir schicken dich einem Monster nach und du kommst mit leeren Händen zurück? Wie äußerst enttäuschend. Moment mal. So einfach ist das nicht. Das Biest ist ein mächtiger Vampir. Ist das ein Problem für einen Hexer? Wie man einen Vampir umbringt, weiß doch jeder. Man muss ihn nur ins Sonnenlicht locken. Okay, oder du Experte. Oder sich mit Knoblauch behängen und ihm einen Pfahl durchs Herz treiben. Warum machst du es dann nicht selbst? Knoblauch ist gegen Vampire nutzlos. Alter, genau wie Sonne und Pfähle. Das sind nur Legenden. Sowas funktioniert nur in Märchen. Und Kreuzdorn? Als ich klein war, hat Oma Ademata immer gesagt, dass Kreuzdorn Vampire vertreibt. Am besten hält man sie sich mit dem Silberschwert vom Leib. Aber das bringt sie nicht um. Nur ein höherer Vampir kann seinesgleichen wirklich umbringen. Ausreden, nichts als Ausreden. Gnädige Herrin, ich organisiere sofort eine Treibjagd und mache der Sache ein Ende. Der Hexer muss uns nur sagen, wo wir das Monster finden. Maul halten, Schneuzer. Halt dich da raus. Langsam, das ist Hexerarbeit. Keine Sache für Wachmänner. Wenn die Hexer versagen, muss eben die Wache ran. Ich nehme meine besten Männer, 40 gestählte Veteranen. Gegen die kommt kein Vampir an. Du wirst schon sehen, was du davon 40, hast. 40, 50, 100, ganz egal. Das spielt keine Rolle gegen ihn.
Du hast meine Männer noch nicht in Aktion gesehen. Können sie gegen Nebel kämpfen und ein Ziel treffen, das schneller ist als der Wind? Wie? Welche Kreatur bringt sowas fertig? Ein höherer Vampir. Eine solche Kreatur. Höhere Vampire nennt man sie. Jeder ist anders, einzigartig, könnte man sagen. Manche können sich in riesige Fledermäuse verwandeln, andere können mit Tieren reden und ihnen Befehle geben. Aber sie sind alle geistlose Monster. Ganz falsch. Niedere Vampire wie Alpen, Ekimmen, Katakane werden vielleicht vom Instinkt beherrscht. Die greifen alles an, was nach Blut riecht. Aber höhere Vampire denken. Sie gebrauchen ihren Verstand. Vernunftbegabte Monster. Kuriose Vorstellung. Aber wahr. Was willst du also unternehmen? Es ist kein gewöhnliches Monster, du Lauch. Er ist nicht einfach nur ein Monster, sondern eine mächtige Kreatur, die seit Jahrhunderten über die Erde wandelt. Nicht möglich. Wenn sie so mächtig sind, warum haben sie uns da nicht alle umgebracht oder versklavt? Das sie mischen sich normalerweise nicht in die Belange der Menschen ein. Menschen interessieren sie nicht. Nur zum Blutsaugen. Und fürchten sie nicht, dass wir sie eines Tages vernichten? Der Gedanke würde sie eher amüsieren. Sie sind sich ihrer Stärke durchaus bewusst. Und was können wir dann tun? Hast du einen Plan? Naja, ich versuche ihn zu finden und mit ihm zu reden. Da wird er jetzt wahrscheinlich ausflippen. Am besten versuchen wir mit ihm zu reden. Nicht zu fassen. Da bestellt die Herrin einen Hexer, damit er ein Monster tötet, und er möchte mit ihm schwatzen. Ich weiß, was ich tue. Seine Liebste wurde entführt. Er wird erpresst. Erpresst? Erläutere doch freundlicherweise, wie man einen Vampir erpresst. Höhere Vampire sind uns ähnlich. Sie werden von Emotionen angetrieben, nicht vom Instinkt. Sie sind nicht nur sehr intelligent, sondern auch zu vielfältigen Gefühlen fähig. Sogar zu Liebe. Dieser hier hat sich in einen Menschen verliebt, in eine Frau. Er würde alles tun, um sie zu schützen. Du willst doch wohl nicht andeuten, dass wir Miltons Mörder ziehen lassen sollen. Oder darauf warten, dass er wieder zuschlägt. Wir müssen ihn so schnell wie möglich unschädlich machen. Tja, es wurde eine unschuldige Frau entführt, erst einmal, ja? Das ist ja mein Ziel, weitere Angriffe zu verhindern. Der Vampir ist nur das halbe Problem. Vor allem ist der Erpresser schuld. Er hat die Frau entführt, um den Vampir zu kontrollieren. Und was schlägst du vor? Pass auf. Wir befreien die Geliebte des Vampirs. Dann hört er auf zu morden. Ich finde den Erpresser und befreie die Geliebte des Vampirs. Dann hat er keinen Grund mehr zum Morden. Ganz genau. Du sollst ihn vernichten, nicht ihm helfen. Am wichtigsten ist es, dass niemand mehr stirbt. Sobald die Frau in Sicherheit ist, hat er keinen Grund mehr zu töten. Gut, ich gebe zu, du hast mich nachdenklich gemacht. Na, geht doch. Vielleicht hast du recht. Weißt du irgendwas über die Erpresser? Ich habe einen Hinweis. Ein paar Zettel, auf denen der Erpresser die Namen der Opfer aufgeschrieben hat. Einer der Zettel hat einen Fleck, offenbar ist es Wein. Das ist nicht sehr aussagekräftig. Du hast keine Ahnung, wie sehr du dich irrst, mein Lieber. Was? Her mit dem herzoglichen Sommelier! Hopp, hopp! Was? In Toussaint ist Wein heilig. Hier gibt es keine einfachen Weinflecken. Hier gibt es nur die Weinflecken, die aus Tropfen von Est-Est, Ervelus, Fiorano bestehen. Die gnädige Herrin wünscht mich zu sprechen? Und jetzt riech mal. Hexer, zeig ihm das Papier. Benoit, kannst du herausfinden, welcher Wein diesen Fleck gemacht hat? Durchaus. Eindeutig Saint-Retour-Westufer. In Fässern von Beauclair-Eiche gereift. What? Tiefer Burgunderton. Sehr klar. Okay, du bist echt ein Experte. Das ist Sangreal. Jahrgang 1269. Ich bin begeistert. Das ist unmöglich.
Dieser Wein wird auf Castel Ravello eigens und ausschließlich für den herzoglichen Hof gekeltert. Oh, der Presser kommt also von Vielleicht wurde hier. Der Sangreal gestohlen. Wir müssen zum Weingut. Vielleicht hat es dort einen Vorfall gegeben. Hm. Dieser Wein, erzähl mir mehr. Sangreal, nie gehört. Es ist höchst unwahrscheinlich, dass du ihn je kosten konntest. Ich sagte ja, er ist der Herzogsfamilie vorbehalten. Entschuldigung. Und trotzdem ist er auf diesem Stück Papier gelandet. Sofern der Sommelier der gnädigen Herrin sich nicht irrt. In Weinfragen irrt Benoit sich nie. Hm. Wenn er sagt, dass es Sangreal ist, dann ist es Sangreal. Wir müssen gleich zum Castel Ravello reiten und nachforschen, was geschehen ist. Alles klar. Wieso denn wir? Kommst du etwa mit? Moment. Die gnädige Herrin möchte mich begleiten. Kommt nicht in Frage. Du glaubst ja wohl nicht, dass wir auf unserem herzoglichen Hintern rumsitzen, während das Herzogtum in ernster Gefahr ist. Gnädige Herrin, was du vorschlägst, ist zu riskant. Der Hexer muss alleine gehen. Schnäuzer. Es ist erfreulich, dass die Herren sich ausnahmsweise mal einig sind. Aber meine Entscheidung ist getroffen. Wir passen schon auf. Wir brechen auf. Wir haben die bestmögliche Eskorte. Dich, Hauptmann, und Geralt. Mhm. Wir werden inkognito reisen. Der Hof braucht keinen Anlass zum Tratschen. Ah ja. Für die Dauer dieser Mission entbinde ich euch von der Verpflichtung, dem Hofprotokoll zu folgen. Das bedeutet, ich bin jetzt Anna Henrietta. Nicht eure edle Herrin. So. Jawohl, edle Herrin. Hexer, bist du bereit? Na klar, let's go. Ja, bin bereit. Wunderbar. Augenblick noch, ich muss mir etwas angemessen Dezentes anziehen, dann brechen wir auf. Okay. Da bin ich mal gespannt, was sie als dezent bezeichnet. Wahrscheinlich kommt sie jetzt in so einem riesigen Puffkleid. Kann ich mir sogar sehr gut vorstellen. Ohne Krone. Ich hoffe, sie kommt ohne Krone. Das wäre schon mal was. Mit anderen Haaren. Okay, ja, das ist dezent. Alles klar, das passt. Einige Zeit später. Wir machen uns also auf zu dem Hof, zu dem Weinhof, zu dem Weingut. Und dann werden wir da erstmal investigieren müssen wahrscheinlich. Ich kann mir sogar vorstellen, dass jemand von der Herzogsfamilie dahinter steckt. Warum auch immer. Um die Macht zu erlangen. Ja, mal gucken. Es muss ja irgendeinen Hintergrund haben. Ne? Einige Zeit später die Straße zum Castel Ravello. Okay. Und wieder ein Ladebildschirm. Dein Ernst? Alter. Ah, doch nicht, okay. Hattest du schon mal mit so einem Vampir zu tun? Ja. Wie ist es ausgegangen? Hast du ihn getötet? Naja, ich lebe. Ich musste nicht gegen ihn kämpfen. Ach so. Er hatte niemanden umgebracht. Geralt, warum läufst du weg? Hexer, komm zurück. Du musst die Herrin beschützen. Lass mich verarschen, ich bin noch hier. Ist denn mit euch los? Wenn ihr so schnell seid, ist ja kein Rennen hier. Hat schon jemand einen solchen Vampir besiegt? Ich kannte einen Mann, der einen Vampir besiegt hat. Getötet hat er ihn aber nicht. Hm. Das könnte nur ein anderer Vampir. Okay. Der Wagen wurde von Panthern angegriffen. Wir müssen helfen. Bleib zurück, gnädige Herren. Wir kümmern uns darum. Hilfe! Rettet uns! Ab dafür, komm her. Was für riesige Panther. Das war einer. Sag mal. Hilfe! Rettet uns! Okay, das war's, glaube ich. Gehen wir weiter. Wenn ihr nicht gewesen wärt, wären wir jetzt tot. Natürlich. Vielen Dank. Ihr habt uns das Leben gerettet. Ja, gerne. Hurra! Doch. Moment, ich will den Panther erstmal ausnehmen. Die Zeit muss sein. Das nehmen wir mit. Sonst gibt es hier diesen Panther, der hier rumliegt. Perfekt.
Alles wurde aufgenommen. Wir können uns weiter auf den Weg machen. Wir eskortieren die gute Anna weiter. Erzähl mir mehr über dieses Weingut. Castel Ravello. Das Beste in ganz Toussaint. Der Betreiber ist ein alter Winzermeister, Fabrizio. Kann man ihm trauen? Er hat den Posten seit Jahren. Bislang gab es keine Probleme. Na dann. Sag mir, was du denkst, Gerald. Wie ist der Sangreal auf das Papier gekommen? Ist jemand auf dem Weingut der Erpresser? Vielleicht ein Diener, vielleicht der Verwalter. Vielleicht wurde der Wein auch einfach aus dem Anwesen gestohlen. Alles möglich. Wir werden es erfahren, wenn wir eintreffen. Es ist nicht mehr weit. Alles klar. Das scheint richtig zu sein hier. Die Wache lässt uns friedlich schlafen. Übeltäter wird sich strafen. Da wären wir also. Unser Plötze sieht auch recht stattlich aus, muss ich sagen. Mit dem Sattel und so. Gefällt mir gut. So. Hauptmann de la Tour. Wir hatten gar keine Besucher aus dem Palast erwartet. Wie steht es denn am Hof? Du hast zweifellos vom Biest von Beauclair gehört. Wir haben alle Hände voll zu tun. Erst recht, da die Kreatur zuletzt in den Palastgärten angegriffen hat. Mhm. Der gnädigen Herrin ist doch nichts widerfahren. Nett, dass du fragst, Meister Fabrizio. Ich bin wohl auf. Gnädige Herrin, man hat uns nicht informiert. Ich lasse sofort den Salon vorbereiten. Das ist nicht nötig. Wir sind nicht offiziell hier, wie du siehst. Natürlich. Darf ich fragen, was dich zum Castel Ravello führt? Wir sind zu einer Inspektion hier. Ich will erstmal mit ihm reden. Wir kommen mit einigen Fragen zu dir. In diesem Land gilt es als höflich, sich erstmal vorzustellen. Ist das so? Das ist Gerald von Riva, ein Hexer. Er ist auf meinen persönlichen Wunsch in Toussaint. Und das heißt? Naja. Das heißt, ich erwarte, dass du ihm mit äußerstem Respekt begegnest. Danke. Natürlich, gnädige Herrin. Geht doch. Hast du gehört, Hexer? Fabrizio wird dir gern jede Frage beantworten. Wunderbar. Reden wir über Sangreal. Ich stehe zu Diensten. So, wer hat denn Zugang zu diesem Wein? Der Sangreal. Wie viele Arbeiter haben Zugang dazu? Eigentlich nur ich. Dann bist du der Erpresser. Du machst den Wein ja nicht alleine. Hier sind doch noch mindestens ein Dutzend Arbeiter beschäftigt. Ich sehe, du verstehst nicht viel von der Winzerei. Trauben haben einen langen Weg vor sich, bis sie zu Sangreal werden. Ja. Die Arbeiter unterstützen mich nur bis zu der Fermentierung. Die Mazeration überwache ich alleine. Niemand kommt in die Nähe der Fässer. Beim Abfüllen helfen mir die Arbeiter wieder. Aber dann versiegle ich die Reifefässer persönlich. Jedes einzelne. Und es war ja schon im Fass. Der Wein wird im Keller gelagert und reift. Wenn diese Phase abgeschlossen ist, haben wir Sangreal. Und nur ich habe den fraglichen Kellerschlüssel. Den fraglichen? Und wurde etwa Wein gestohlen? Womöglich wurde ein Teil des Weins gestohlen. Es ist nur so eine Idee. Gab es in letzter Zeit Diebstähle? Diebstähle? Nicht, dass ich wüsste. Vor ein paar Tagen habe ich mir noch das Lager angesehen. Es ist alles vollzählig. Okay. Die Fässer sind im Keller gut aufgehoben, das versichere ich. Mit Fragen kommen wir nicht weiter, das sehe ich. Zeitverschwendung. Gnädige Herrin, wie soll ich das verstehen? Meister Fabrizio, wir haben Beweise dafür, dass jemand sich unerlaubt einer Menge Sangreals bemächtigt hat. Und das bedeutet zweierlei. Entweder lügst du uns frech ins Gesicht, oder du hast dir den Wein unter der Nase wegstehlen lassen, ohne es zu merken. Verantworten wirst du dich auf jeden Fall. Aber... Sei still und hör zu. Ich werde die Fässer persönlich inspizieren. Das gibt dir Zeit zum Nachdenken. Wenn ich zurückkehre, erwarte ich Antworten. Harte Herrscherin. Sag, wo wird der Sangreal gelagert? Im Hauptkeller. Um die Ecke. Ich zeige ihn dir. Alles ich finde klar. Ihn schon. Gib mir den Kellerschlüssel und warte hier. Na,
Natürlich, gnädige Herrin. Hier ist er. Komm, Hexer. Knallhart. So, das war's dann wohl mit deiner Monopolstellung. Du darfst als Einziger in den Keller und so. So. Wir warten hier, Meister Fabrizio. Was, wenn Fabrizio den Vampir erpresst? Hast du dir das überlegt? Er hat seine Schwächen, aber sowas würde ich nie von ihm erwarten. Glaube ich auch nicht. Er ist sehr loyal. Er verdankt mir alles. Sein Vater hat das Familienvermögen durchgebracht. Sein Sohn hat nichts als sein enzyklopädisches Wissen über Wein geerbt. Fabrizio hat als Bettler gelebt, bevor ich ihn zum Sommelier auf Castel Ravello gemacht habe. Seitdem kann er erst seine wahren Fähigkeiten einsetzen. So, das Tor ist offen. Wir nehmen alles mit, was wir können. Das ist euch ja wohl klar. So. Hier gibt es noch gar nichts. Wir gehen mal mit ihr mit erstmal. Also, wo fangen wir an? Sehen wir nach, ob alle Fässer da sind. Hier ist ein Bestandsbuch. Ein Bestandsbuch. Das schauen wir uns direkt mal an. So. Das Winzerprotokoll. Fermentierung komplikationsfrei abgeschlossen. Anstich über Druse. Hier, Abfüllung. Auf den ersten Blick scheint alles in Ordnung und sauber dokumentiert. Dann müssen wir die andere Spur verfolgen. Benoit sagte, beim Flecken handele es sich um einen 1269er Jahrgang. Finden wir den. Ja, aber davon gibt's doch nicht nur einen. Okay. Wir suchen mal weiter. Was gibt's denn hier? Die Geschichte des SS. Des Weines. Interessant. So, was ist das denn hier? Hervelus, Jahrgang 1269. Hervelus. Oh. Den mag ich. Schön trocken. Ja, mag ich auch. Hervorragender Wein. Du hast Geschmack. Na klar. Ja, danke sehr. Die hat ja nichts dagegen, ne? Eau-Claire, Weißwein und SS. Vielleicht finden wir sogar einen Zapfhahn. Nee, danke. So, SS 1269. SS. Diesen Wein kennt ja nun wirklich jeder. Gehört zu den besten Weinen der Welt. Castel Ravello ist dafür berühmt. Holzhammer. Ein Holzhammer. Okay, vielleicht sind das Sachen, die wir mitnehmen müssen. Ich habe keine Ahnung. Wir suchen mal hier weiter. Fiorano 1272. Fiorano. Rittersporn ist ganz wild darauf. Aha. Ach ja, sein verwöhnter Gaumen. So. Eine kurze Historie des Pomino. Okay. Das ist auch wegen Wein und so ein Zeug. Das muss ich nicht alles wissen. Was haben wir hier? Noch ein Holzhammer. Was ist das für ein Gesöff hier? Pomino 1273. Hier drüben ist Pomino. Das interessiert die Regentin wahrlich wenig. Ein Zapfhahn brauche ich nicht noch einen. Wir gehen mal hoch. Und gucken uns hier mal um. Wo ist der Wein, den wir suchen? Wo ist der? Da hinten ist noch ein Schild. Gehen wir doch mal dahin. San Real, 1270. San Real, Jahrgang 1270. Das ist der falsche Jahrgang. Such weiter. Ja. Ich bin ja schon dabei. Das habe ich mir schon gedacht, dass das falsch ist. Entschuldigung, Herrscherin. Ich muss hier mal... Danke. So, was gibt's hier noch? Ach so, hier ausmachen, anzünden und so. Brauchen wir nicht. Vielleicht ist das hier der richtige Jahrgang. Hm? Parfum. Ein silberner Becher. Glamarie. Keine Ahnung, was das ist. Ich nehme es mit. Es hört sich teuer an. San Real 68. San Real. Das Fass ist von 1268. Fast, aber nicht der richtige Jahrgang. Ja. Vielleicht ja hier. San Real 69. Unser gesuchter Wein. Hier. 1269. Und nun? Sehen wir nach leeren Fässern. Willst du sie anstechen? Fürs Erste reicht es, wenn wir klopfen. Wenn es hohl klingt, sind wir fündig geworden. Das macht Sinn. Na?
Das voll. Scheint voll zu sein, ja. Das hier ist voll. Na? Auch voll? Das hier ist auch voll. Und das hier? Auch voll. Voll. Das hier ist auch voll. Ist voll. Ansonsten kommen wir hier an nichts ran, oder was? Hier hinten ist noch einer. Auch voll. Voll. Die sind alle voll. Sieht aus, als wären alle Fässer voll. Sackgasse, fürchte ich. Voll sind sie schon. Aber ist auch Sangreal drin? Oh. Nimm einen Hahn und einen Hammer. Wir öffnen sie und probieren. Ernsthaft? Finde Zapfhähne. Ja, du willst mich doch. Mädel, du willst mich fertig machen, oder? Die Sachen waren unten, meine ich. Hier. Da ist was drin. Da ist ein Zapfhahn drin schon mal. Zapfhähne. Und irgendwo war noch ein Hammer. Hier. So, sehr schön. Ich wusste, es wird wichtig. Irgendwie wusste ich es. Ich weiß auch nicht, wie das kommt. Hier sind die Hähne. Dann an die Arbeit. Ja, ja. Stechen wir sie an. Jedes einzelne. Auf geht's. Ja, aber den... Geht zur Seite. Den Geschmack kenne ich nicht. Das heißt, du musst ran, ne? Die besäuft sich jetzt. Das ist nur ein Grund für sie zu saufen. Gib's auch zu. Dieses Aroma würde ich überall erkennen. Okay. Dann geh mal hier dran. Ich mach das mal überall dran, ne? Mal gucken. Oh, ich glaube, sie hat was gefunden. Widerlich. Oh. Bitterer Mistwein. Oha. Vielleicht ist er umgekippt. Unmöglich. Das ist kein Wein, sondern übler Unrat, der nie ein Fass von innen hätte sehen sollen. Es kann kein Zufall sein, dass er trotzdem in einem Fass ist. Meister Fabrizio, mal sehen, was der dazu zu sagen hat. Oh ja. Wir sollten ihn direkt mal befragen, den feinen Herrn. Was ist der am Vertuschen? Irgendwas weiß er doch. Wenn er der Einzige ist mit dem Schlüssel, der soll uns bloß nicht anlügen. Der Lausbub. Na? Oh, direkt mal eine Klatsche bekommen. Meister Fabrizio, ich bin sehr enttäuscht. Aber gnädige Herrin, ich... Ja? Du bist einen Schritt davon entfernt, den Kopf zu verlieren. Sag die Wahrheit, dann behältst du ihn vielleicht. Ich gestehe alles. Ich habe ein Fass Sangreal verkauft. Ich fasse es nicht. Bitte vergib mir. Ab mit seinem Kopf. Warum hast du das getan? Ich konnte nicht widerstehen. Sie haben eine abenteuerliche Summe gezahlt. Wer? Da bin ich schwach geworden. Wer? Bezahle ich dir nicht genug? Ich wollte unseren Familiensitz zurückkaufen. Das hier gehört mir nicht. Gut, ich habe ein Dach über dem Kopf und genug zu essen, aber was ist ein Edelmann ohne eigenes Land? Du Lauch. Ich fasse es ja nicht. Ich werde alles sagen, aber bitte erweise mir Gnade. Wem hast du den Wein verkauft? Das ist das Wichtigste für mich. Wem hast du den Wein verkauft? Vor ein paar Wochen hat ein reicher Edelmann mich in der Fasanerie angesprochen. Mhm. Er behauptete, Diplomat zu sein und Verbindungen zum Hof zu haben. Er schlug mir ein gemeinsames Unternehmen vor. Er hatte Kunden, die schon für einen Tropfen Sangreal ein Vermögen hinblättern würden. Er wollte als Mittler fungieren. Wie Name? Heißt der Mann? Das hat er nie gesagt. Er war groß, schwarzhaarig und sprach mit Akzent, behauptete aus Zintra zu stammen. Ich habe keinen Edelmann aus Zintra am Hof. Okay. Hast du wirklich geglaubt, das fliegt nicht auf?
Hast du wirklich geglaubt, das fliegt nicht auf? Ich war ein Idiot. Ich bitte dich, gnädige Herrin, vergib mir. Na, mal gucken, ob sie das wirklich macht. Wie hast du den Wein denn ausgeliefert? Und wie wurde der Wein übergeben? Wir haben uns im Schutz der Dunkelheit in den Ruinen von Forastre getroffen. Ein Dutzend Männer kamen zur Abholung. Bewaffnete. Die Sorte, die nach Ärger riecht. Ich brachte aber auch ein dabei. Fass, das sie auf einen Wagen luden, und dann trennten sich unsere Wege. Das ist alles? Da hast du sie zum letzten Mal gesehen? Naja, vor ein paar Tagen traf ein Bote ein. Er sagte, sie wollten ein weiteres Fass kaufen. Und das habe ich bereits für die Lieferung vorbereitet. Ich fasse es ja nicht. Okay, mir reicht das. Das reicht. Wir wissen, was wir wissen müssen. Gnädige Herrin, ich flehe dich an. Vergib mir. Geh mir aus den Augen. Hauptmann, lass Meister Fabrizio in den Kerker bringen. Er muss sich für sein Verbrechen verantworten. Hochverrat. Absolut. Sehe ich genauso. Und was jetzt, Hexer? Wir stellen eine Falle. Wir müssen die Weindiebe fangen. Der Edelmann aus Zintra könnte der Erpresser sein. Ich bringe die nächste Fuhre nach Forastre. Damien und seine Soldaten begleiten mich. Ausnahmsweise bin ich mal deiner Meinung. Wir machen es, wie du sagst. Gib mir Bescheid, wenn du bereit bist. Naja, wie wär's mit jetzt? Es gibt keinen Grund zu warten. Legen wir los. Wir haben nichts anderes vor. Wir brechen sofort auf und gehen in Stellung, bis du eintriffst. Du nimmst den Wagen. Wir sehen uns dort. Alles klar. Gut. Achtet während der Übergabe auf mein Signal. Ah, bin ich mal gespannt, ob das so hinhaut, wer dieser mysteriöse Mann ist. Ah. Sind wir jetzt direkt da oder müssen wir den Wagen nehmen? Das riecht auf jeden Fall nach Ärger. Das macht mir kein gutes Gefühl, muss ich sagen. Mal sehen, was da auf uns zukommt. Einige Stunden später, die Ruine von Fort Astre. Okay. Entspann dich. Wir warten hier. Okay. Oh, da kommt noch jemand. Was ist da los? Seht, unser lieber Winzer. Ja, voll mit zwei Schwertern. Seid ihr für Gestalten? Kenne ich die nicht irgendwo her? Die sagen mir irgendwie was. Das ist er nicht. Wow. Gute Arbeit, Schneuzer. Sehr gute Arbeit. Okay. Die werden direkt umzingelt. Gefällt mir gut. Kämpfen wir jetzt? Hallo Freunde der Sonne, falls euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da und falls ihr weitere Spielwünsche habt, dann schreibt es einfach in die Kommentare, ich werde sie auch höchstwahrscheinlich spielen. Sollte euch der Kanal gefallen, dann abonniert ihn, ich würde mich sehr freuen und meine Eule freut sich auch. Also bis dann, adios amigos.